Also Sie haben kein Interesse daran, meinen Sie, oder? Nee, ich habe gefragt, ob ich was falsch gemacht habe. Tevi Theodor. Ja. Ibi Ida. Ja. Obi Otto. Ja. Envi Notvoll. Hm. Habe ich schon profitiert, ja? Also in 2 Wochen, also zum Beispiel habe ich 500 Euro bekommen, ja? Hm. Und dann habe ich das ausgezahlt, ja? Weil also nicht mehr wollen, weil das braucht also immer mehr Investitionen, wenn ich mehr profitieren wollen, ja? Gibt es denn auch unprofessionelle Finanzberater? Bitte? Gibt es denn auch unprofessionelle Finanzberater? Nee. Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal wieder eine ganz besonders intelligente Dame mitgebracht, die natürlich auf jede meiner Fragen ganz viele Antworten hatte, nur nicht die Antworten, die ich sie gefragt habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hi, mhm. Ariane Torres Apparat, Ihre Ansprechpartnerin von der Firma Elite Solutions. Sie haben bei uns Interesse geäußert, also mit Bitcoin Pro, korrekt? Ja, kann sein, die Seite sagt mir jetzt nichts. Bitte? Ich sage, ja, kann sein, die Seite sagt mir jetzt nur nichts. Warum? Was ist Grund daran, hier stehen? Ja, wie ihr merkt, bewegen wir uns heute wieder auf einem ganz besonders hohen IQ-Level. Ich werde von der Dame gefragt, ob mir die Seite noch was sagt und ich sage, nee, die sagt mir jetzt im Moment nichts und sie fragt mich tatsächlich, warum? Also, wie soll ich wissen, warum ich mich an eine Seite nicht mehr erinnere? Ja, weiß ich nicht, also kann ich jetzt nicht sagen. Ja, also, Sie haben bei uns ein Handelskonto hier stehen, ja? Aber das ist noch nicht aktiviert und ganz genau darum bin ich hier dabei, Ihnen zu helfen, also wir können ihn zusammen machen. Das. Ach so, da habe ich dann was falsch gemacht. Okay, also Sie haben kein Interesse daran, meinen Sie, oder? Nee, ich habe gefragt, ob ich was falsch gemacht habe. Ja, aber wenn Sie keine Informationen haben, kann ich das alles erklären, wie das funktioniert hier stehen und dann können Sie entscheiden. Tja, ich frage sie, ob ich was falsch gemacht habe und sie fragt mich, ob ich kein Interesse habe. Ich weiß wirklich nicht, was bei der falsch läuft. Und schon alleine ihre Aussage. Ich meine, ihr könnt es jetzt schon sicherlich vermuten. Sie sagt mir, sie ist dazu da, um mir zu helfen und meine Fragen zu klären. Naja, wir werden mal sehen, welche Fragen sie überhaupt beantworten kann. Ja, dann schießen Sie mal los. Okay. Also, jetzt können wir so machen, also hier Stein, diese E-Mail-Adresse, das haben Sie bei uns gelassen, ist korrekt, also gerold.stein@mdssfun.de, korrekt? Ja. Okay, also ich sende Sie jetzt ein E-Mail, können Sie das eröffnen? Ja, dann muss ich mich mal einloggen bei mir in meinem E-Mail-Postfach. Genau, okay. Und wie hieß die Seite, von der Sie aus anrufen? Also das ist Elite Solutions, ja, also das, diese Werbung, das haben Sie an der Werbung Interesse geäußert, das ist Bitcoin Pro. Keine Ahnung, also sie sagt, sie meldet sich von Elite Solution und meint, ich habe mich über die Werbung registriert, auf Bitcoin Pro oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Also es wird ja immer interessanter. Also wie kommt jetzt genau mein Konto zustande? Naja, auf jeden Fall lassen wir sie gleich noch eine Runde buchstabieren. Also die Seite heißt Bitcoin Pro. Genau. Okay. Können Sie mir die, den Link mal buchstabieren, dann gehe ich da mal drauf. Okay, einen Moment. So, also unsere Website ist elitesolutions.co. Ja, und wie schreibt man das? Also gerade habe ich noch gefragt, ob die Bitcoin-Seite Ihrer Seite ist. Und jetzt auf einmal ist doch wieder die Solution-Seite Ihrer Seite. Hm, sie ist sich wahrscheinlich selbst gar nicht so einfach. Oder kann einfach überhaupt gar kein Deutsch. Weiß ich nicht, was diese Leute da echt am Telefon zu suchen haben und wie man eben so erfolgreich einen Betrug zustande bekommen möchte. Naja, umso besser für die Leute, die abgezockt werden würden, wenn da jemand Intelligentes sitzen würde. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wirklich nur, naja, die Leute nehmen, die übergeblieben sind. Okay, kann ich das fixieren, ja? Mhm. So, E wie Emil. Ja. L wie Ludwig. Ja. I wie Ida. Ja. T wie Theodor. Ja. S wie Siegfried. Ja. O wie Otto. Mhm, hab ich. L wie Ludwig. Ja. U wie Ulrich. Ja. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. O wie Otto. Ja.
irgendwie notvoll. Hm. S wie Siegfried. Hm. Punkt. Ja. C wie Cäsar. Ja. O wie Otto. Hm. Ja, das war's. Achso, das war's schon. Ja, dann gucke ich da mal. Genau. Ja. So, das lädt jetzt hier gerade. Ach ja, so eine Seite habe ich schon mal gesehen, ja. Ja, genau. Dann sind Sie mit dem Handy oder mit dem PC? Ich bin am Computer. Am Handy ist das am alles Computer. So fummelig. Okay, kein Problem. Ganz oben rechte Seite steht diese Option Login oder Einloggen. Sehen Sie das? Ganz oben rechte Seite. Warte mal, ich mache das hier mal auf Deutsch. Da ist ja auch noch, wo man auf Deutsch machen kann. Genau, das ist Einloggen oder Anmelden. Hm. Ja, genau, Anmeldung steht da jetzt. Hm. Genau. Mhm. Gucken Sie bitte darauf. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt? Genau, jetzt eingeben bitte Ihre E-Mail. Womit haben Sie bei uns registriert? Hm, dann, Moment, dann schreibe ich hier mal meine E-Mail-Adresse rein. Genau. Ja, und dann... Und das Passwort, das ist einmalige von unserer Seite. Die Zahlen von 1 bis 8. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann... Also das einmalige Passwort, was man mir erstellt hat, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Ich meine, das ist natürlich ein Passwort, selbst wenn es nur das Startpasswort ist, das ihr von eurer Bank definitiv bekommen wollt. Sicherer als dieses Passwort geht's auf gar keinen Fall. Hm. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Irgendwie geht das nicht. Also, diese Zahlen haben Sie falsch eingegeben, oder was meinen Sie? Weiß ich nicht, da sagt, warten Sie mal, jetzt macht er irgendwas. Jetzt muss ich mal kurz warten, vielleicht hat es nur kurz gedauert. Ich habe jetzt gerade eine weiße Seite. Ne, jetzt bin ich auf einer ganz anderen Seite und soll da noch, da soll ich mein Passwort jetzt, glaube ich, eingeben. Ja, also, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben werden, ja, dann Sie sollen diese einmalige Passwort, also die Zahlen von 1 bis 8 eingeben und dann Sie sollen Ihre eigene Passwort erstellen. Ja, genau, auf so einer Seite bin ich jetzt, glaube ich, aber die ist irgendwie wieder auf Englisch, die ist jetzt nicht mehr in Deutsch. Ja, also, wenn Sie eingeloggt werden, ja, also dann können wir die Sprache auswählen, ja, also diese eigene Passwort soll Minimum 8-stelliger sein und nur Buchstaben und Zahlen können Sie vermischen, ja, also kein Sonderzeichen, kein Komma und kein Punkt. Ach so, wieso denn das nicht? Ist doch sicherer mit Sonderzeichen. Ja, also nur Buchstaben und Zahlen, bitte. Ach so, naja, dann mache ich das so, ja. Also nochmal zum Mitschreiben. Wir sind hier auf einer Online-Broker-Webseite, also einer Handelsplattform. Zumindest eine, die vorgibt, eine zu sein. Aber man kann das Ganze ja mit einer Bank vergleichen, weil letztendlich geht es hier um Geld, um Profite. Ja, man kriegt eben Prozente, man vermehrt sein Geld, theoretisch in Klammern. Also wenn man auf einer seriösen Plattform ist, ist das alles möglich. Hier schon mal sowieso nicht. Aber wie gesagt, wir gehen mal von dem Standpunkt aus, dass dieses Unternehmen sowas Ähnliches ist wie eine Bank. Und ihr könnt bei einer Bank also keine Sonderzeichen in einem Passwort verwenden und man darf nur Zahlen und Buchstaben nehmen? Mhm. Also ich würde sagen, hier hat man an Sicherheit wohl nicht gespart. Leute, wenn ihr ein Bankpasswort habt oder grundsätzlich überhaupt irgendein Passwort generiert, nutzt immer Sonderzeichen, Großbuchstaben, kleine Buchstaben und das Ganze sollte keinen Sinn ergeben. Und wenn es geht, sollte dieses Passwort, ohne zu übertreiben, tatsächlich sogar mehr als 200 Zeichen lang sein, wenn es irgendwie technisch möglich ist auf dieser Webseite. Denn nur so kann man eure Passwörter eben nicht erraten. Hat man hier so 6 bis 8 Zeichen oder irgendwas, am besten noch den Vornamen der Mutter und das Geburtsdatum der Mutter, tja, dann dauert es auch nicht lange, dann wird irgendjemand in eurem Konto drin sein. Und aus diesem Grund sollte man möglichst sichere und möglichst absolut vollkommen übertriebene lange Passwörter benutzen mit Zeichen und Zahlenketten und Sonderzeichen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Nur so seid ihr möglichst sicher mit der ganzen Geschichte. Vollkommen egal, ob das jetzt hier auf einer Trading-Webseite ist, da reicht auch euer YouTube-Login oder der Login von Facebook oder keine Ahnung. Wichtig ist, ihr müsst eure Passwörter schützen. Und so, wie das hier gemacht werden soll, ist das auf jeden Fall nicht sicher. Und wir reden hier immerhin von Geldgeschäften. Sie sollen das zweimal eingeben. So habe ich jetzt gemacht, ja, jetzt lädt das hier wieder. Mhm. So, und also Sie sollen auch das
zweimal, ja? So haben Sie? Ja, ja, genau. Jetzt bin ich hier auf so einer dunklen Seite. Aha, okay. Und da sind jetzt so ganz viele Striche und... Ja. Also haben Sie schon eingeloggt, oder? Ja, das ist jetzt hier so dunkel, ja. Und da sind so ganz viele Striche. Aha, okay, ja, einen Moment. So, okay, sehr gut. Herr Stein, schauen Sie mal, das ist unsere Software, also sogenannte Handelsrobot, automatisches Handelsrobot, der 24 Stunden arbeitet, also mit Statistiken, mit Algorithmus und so weiter. Ganz oben linke Seite, also sehen Sie diese Option Balance, also das ist momentan 0. Sehen Sie das? Ja, Balance, genau, also, da steht sowas. Und wo kann ich das hier auf Deutsch jetzt einstellen? Ganz oben, rechte Seite steht eine Option Settings. Sehen Sie das? Ja. Drücken Sie bitte darauf. Ah ja, und dann auf Deutsch. Und dann Languages, ja, genau. So, ah ja, jetzt genau, jetzt habe ich das in Deutsch. Aha, okay, sehr gut. So, also Balance steht, also das ist momentan 0, das habe ich gesagt, ja. Also wenn Sie zum Beispiel etwas investieren, Herr Stein, Ihre investierte Summe, können Sie auf Ihren Balance nachschauen. Und auch wenn Sie Profiten bekommen, das können Sie auch auf Ihrem Balance kontrollieren, ja? Und ich möchte jetzt also zeigen, wie können Sie diese Profiten auszahlen, okay? Ja, okay. Okay, also ganz oben rechte Seite wieder, also steht diese Einstellungen, sehen Sie das? Ja, genau, da steht die Einstellungen, ja. Genau, drücken Sie bitte darauf. Ja. Ja, und dann Rücknahme oder Rückzug, sehen Sie das? Ja, also dieser Teil vom Gespräch soll wieder besonders seriös wirken, weil die Dame mir als allererstes, bevor ich Geld einzahle, erstmal erklärt, wie ich Geld auszahlen könnte. Naja, nur es fängt ja schon wieder unseriös an. Ich meine, wie kommt man dazu, den Auszahlungsbutton Rücknahme oder Rückzug zu nennen? Tja, da hat wohl jemand wieder keinen Bock gehabt, die Webseite anständig zu übersetzen. Und irgendjemand aus dem Ausland hat halt die Webseite auf Deutsch übersetzt. Oder wahrscheinlich sogar nur der Google Translator. Ich weiß es nicht. Also auch alleine das hier ist einfach schon wieder nur eine Masche, um euch am Telefon zu halten und eben Seriosität vorzugaukeln. Aber letztendlich geht es nur darum, dass die eure Kohle bekommen und sich danach aus dem Staub machen. Und spätestens nach einem halben Jahr erreicht man die Webseite in der Regel sowieso nicht mehr. Ja, Rücknahme, Genau, drücken Sie bitte darauf. Ja. Und dann sehen Sie linke Seite ein Tastebetrag der Auszahlung, ja? Ja, genau, Genau. Wenn Sie zum Beispiel in eine Woche oder in zwei Wochen, also zwei Wochen ist Probezeit, also in zwei Wochen sollen Sie auf jeden Fall diese Ergebnisse bekommen, ja? Und wenn Sie Profiten bekommen, also vielleicht 1000 Euro oder mehr oder 500 Euro, und wenn Sie das auszahlen wollen, Sie sollen Ihre gewünschte Summe in diesem Taste eingeben, also Betrag der Auszahlung, ja? Und dann passende Option auswählen. Meine ich, wenn Sie zum Beispiel normale Girokonto haben, sollen Sie diese Bankoption auswählen. Wenn Sie Visa oder Mastercard haben, sollen Sie diese Kreditkarte auswählen. Und wir arbeiten auch mit Bitcoin wollen, ja? Also einzige, womit also arbeiten wir nicht, das ist also nur PayPal, ja? Und schon wieder der nächste Quatsch. Die erzählt jetzt tatsächlich, wenn ich da 250 Glocken einzahle, dann kriege ich da so um die 1000 Euro raus, schon nach 14 Tagen nach der Probezeit oder meinetwegen auch nur 500. Alles nur bla bla. Und ihr werdet da definitiv, selbst mit seriösen Plattformen, so viel Profit ist einfach unrealistisch. Es gibt Einzelfälle. Aber dann muss man sich in der Börse so gut auskennen, da redet man aber auch dann nicht mehr von 250 Euro. Und ja, dann zählt sie ja hier die ganzen Einzahlungsmöglichkeiten auch auf und auch die Auszahlungsmöglichkeiten oder wie auch immer. Das Einzige, was nicht geht, ist PayPal. Ja, natürlich geht PayPal nicht, weil bei PayPal wüsste PayPal dann, wer hinter dem ganzen Betrug steckt. Und dann könnte man da mal anklingeln. Ja, und ich meine, klar, bei einer Bank, die dürfen auch nicht einfach so irgendwelche Daten rausrücken. Kommt da aber mal die Kriminalpolizei vorbei? Naja, die können natürlich die Server aufbrechen, ob PayPal will oder nicht. Dann kommt man schon irgendwie an die Daten. Dann gibt es halt einstweilige Verfügungen und so weiter, wenn es ein großes Betrugsding ist. Und dann muss auch eine Bank irgendwann mal Daten aushändigen. Auch wenn es da lauter Geheimnisse gibt und dass man da geschützt wird. Ja, aber letztendlich, das ist halt wahrscheinlich der einzige Grund, warum sie PayPal nicht benutzen. Weil da könnte man irgendwie über 10 Ecken
und ganz viel Glück an deren Daten kommen. Außerdem sollten die Betrüger PayPal als Einzahlungsmöglichkeit benutzen. Haben sie auch schlechte Karten. Mal ganz davon abgesehen, dass man eben darüber die Betrüger eventuell ausfindig machen könnte, hat PayPal ja auch noch diesen Käuferschutz. Naja, und wenn ich den benutze, kriege ich meine Kohle wieder. Und PayPal sorgt auch dafür, dass die ihre Kohle wieder kriegen. Dann rechte Seite steht diese Formular, wo sollen Sie diese Bankadresse, IBAN und so weiter alles eingeben und dann Anfrage wählen. Ja, also damit möchte ich zeigen, also wie können Sie diese Profiten auszahlen. Ja, verstehen Sie das? Achso, also das ist dann nur, wo ich das Geld wieder dann bekomme nachher. Genau, natürlich, Herr Stein. So, ah, ja. Und sowohl um Auszahlungen, Herr Stein, als auch, also, und wie profitieren wir? Das ist auch eine logische Frage vielleicht für Sie, Herr Stein, ja? Mhm. Also schauen Sie mal, wenn Sie zum Beispiel Profiten bekommen, zum Beispiel 1.000 Euro, von 1.000 Euro bekommen wir 3,5% als Provision. Also zum Beispiel von 1.000 Euro, das ist 35 Euro nur, ja? Was für eine Märchenstunde. Wäre das ja ein seriöses Unternehmen? Mal ganz von den Profitversprechen hier abgesehen. Dann kommt das mit den Prozenten schon teilweise so hin. Die sind aber nicht bei 3%, die sind meistens schon deutlich höher. Man kriegt selber so um die 75%, bei manchen Brokern vielleicht auch 80% ausgezahlt und das heißt 25-20% nimmt der Broker. Sind mir zumindest jetzt die geläufigen Regelungen, kann auch was anderes geben, nagelt mich darauf nicht fest. Aber das Ganze hier soll auch wieder nur zur Seriosität dienen oder zumindest damit man den Anschein erweckt. Man erzählt ja, wie verdienen wir denn hier eigentlich Geld, wenn wir ja dieses ganze System hier schon irgendwie bereitstellen. Völliger Bullshit, wenn ihr da einzahlt, ist die Kohle weg. Die verdienen nicht die 3%, sondern einfach an euch 100% und ihr könnt die nicht anrufen, ihr könnt die nicht kontaktieren, die sind einfach weg und nach einem halben Jahr ist die Webseite offline und so weiter. Ihr seht euer Geld einfach nicht mehr wieder. Das ist das Einzige, was dahinter steckt. Also, das ist nicht so viel natürlich, aber so viele Kunden haben wir und dafür also lohnt es sich natürlich, ja? Und ganz genau darum, also um Auszahlungen und um Einzahlungen haben wir gleiche Methoden hier stehen, ja? Mhm. Also wenn Sie normale Bankkonto haben, können wir damit tätigen. Wir können auch mit Kreditkarte das tätigen und mit Bitcoin Wallet auch, ja? Mhm. Welche Bezahlungsmethoden besitzen Sie normalerweise hier stehen? Ja, normalerweise zahle ich immer in Bar. Banküberweisung, aber besitzen Sie auch Online-Banking? Ja, sowas habe ich auch, ja. Hm. Okay, so, also wo Sie jetzt gerade sind, Herr Stein, ja, also damit können wir direkte Transaktionen tätigen, also mit Kreditkarte, ja, also mit Visa und mit Mastercard. Aber wenn Sie ein normales Girokonto haben, soll ich per E-Mail normale Bankdaten senden zur normalen SEPA-Überweisung, okay? Ja, und hier muss man schon wieder aufpassen. Denn die meisten größeren Unternehmen arbeiten eigentlich mit Lastschriftmandat. Das heißt, ich gebe dort meine IBAN-Adresse ein und alles, was dazugehört, und die buchen die Kohle ab. So machen es zumindest die meisten seriösen Unternehmen. Ausnahmen bestätigen natürlich immer mal die Regel. Es gibt die ein oder andere Webseite, wo man selber überweisen muss. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Das Problem ist aber beim Selbstüberweisen. Man kann das Geld nicht mehr zurückholen. Wenn euch jemand Geld abbucht, habt ihr teilweise bis zu 6 Wochen die Möglichkeit, die Lastschrift zurückzuziehen. Naja, und das wollen halt die Betrüger natürlich nicht, weil wenn ihr das Geld wieder zurückzieht, nachdem ihr alles verloren habt, habt ihr das Geld zwar wieder, ja, aber der Betrüger hat dann nichts mehr. Ja, und das ist auch wieder nur der Hintergrund, warum man selbst überweisen soll. Und komisch, sie sagt mir, ich kann hier meine IBAN-Daten eingeben, Ein- und Auszahlungsmethoden sind die gleichen. Ja, warum können sie denn nicht gleich abbuchen? Weil wenn ich angeblich von deren Webseite mir Geld auf mein privates Bankkonto überweisen kann, ja, dann müsste das mit dem Abbuchen auf jeden Fall technisch funktionieren. Weil wenn man eine API zum Auszahlen hat, dann funktioniert die eigentlich auch automatisch zum Einzahlen auf so einer Plattform. Komisch. Naja, so eine Kreditkarte habe ich ja auch. Die habe ich nur noch nicht benutzt. Ja, aber wenn Sie das nicht benutzen, Herr Stein, ja, also das ist nicht so gut, weil das soll für 3D-Security freischalten werden, ja? Weil also, wenn wir das tätigen, also diese Transaktion, Sie sollen von Ihren Seiten das bestätigen. Also vielleicht mit Applikation oder Code oder und so weiter, ja? Mhm. Aber wenn Sie normalerweise also benutzen diese Online-Banking, natürlich besser ist, wenn Sie das mit Online-Banking tätigen. Mhm. Okay. So, okay, und haben Sie das schon entschieden, Herr Stein, also mit welchem Summe wollen Sie anfangen? Ja, weiß ich nicht, was ist denn da am besten?
Also, minimales Betrag ist 250 Euro hier Stein, ja, aber natürlich diese Summe ist nicht beschränkt, ja, also können wir auch mit mehr Summe anfangen, ja, also mehr Geld bringt mehr Profit natürlich, ja, aber minimales Betrag, womit können Sie auch die Sägemesse bekommen, ist 250 Euro. Ja, grundsätzlich ist das ja schon mal nicht falsch. Mehr Geld bringt auch mehr Profit. Dazu muss man sich allerdings auf einer seriösen Plattform befinden und wie gesagt auch jede Menge Ahnung davon haben. Wenn ich dann natürlich mehr in solche Optionen einzahle, dann ist natürlich der Gewinn auch prozentual höher. Alles logisch. Aber naja, wie gesagt, dazu braucht man halt eben auch eine seriöse Plattform. Ja, mit wie viel haben Sie denn da angefangen? Ich, oder? Ja. Also, ich, also, das ist sehr schwer zu sagen, aber, also, wir haben so Kunden zum Beispiel, die mit 1000 Euro anfangen oder mit 500 Euro, aber mit 1000 Euro können sie sehr, sehr, sehr gute Profite machen. Aber mit 250 Euro, also, damit können sie auch gute Ergebnisse bekommen. Das ist ganz ihre Entscheidung. Ja, also, persönlich, also, ehrlich zu sagen, also, das kann ich nicht sagen, ja, weil das ist nicht meine Arbeit. Also, das ist ganz ihre Entscheidung. Offensichtlich hat sie wieder nicht so richtig verstanden oder auch nur halb zugehört, aber sie redet einfach ohne Punkt und Komma irgendwelches wirres Zeug, was von vorne bis hinten gar keinen Sinn ergibt. Ja, aber die Frage war ja, wie viel Geld Sie da schon eingezahlt haben. Bitte? Na, die Frage war, wie viel Geld Sie da schon selber eingezahlt haben. Achso, ich hatte mit 250 Euro angefasst, weil also ich habe nicht so viel Geld, ja, also... Aber wenn Sie haben dafür Möglichkeit, können Sie auch mit 1000 Euro also auch anfangen. Ja, okay, und wie viel Geld haben Sie mit 250 Euro rausbekommen? Also, mit 250 Euro, ich handle noch immer, also bei diesem Elite Solutions, ja. Mhm. Also mit 250 Euro kann ich zum Beispiel, also das habe ich schon profitiert, ja. Also in 2 Wochen, also zum Beispiel habe ich 500 Euro bekommen, ja. Mhm. Und dann habe ich das aus der Zeit, ja, weil also nicht mehr wollen, weil das braucht also immer mehr Investitionen, wenn ich mehr profitieren wollen, ja. Achso, also genau Sie sind jetzt selber da noch nicht länger als 2 Wochen dabei. Bitte? Sie sind jetzt selber noch nicht länger als 2 Wochen dabei. Genau, also hier scheint, aber ich habe nicht so viel Geld weiter in weiter Investitionen zu machen, ja. Aber wenn ich mehr Profiten mache, ich soll auch mehr Investitionen machen, ja. Also das ist einmalige Einzahlung, sogenannte. Ja, also mit 250 Euro natürlich kann ich nicht Millionär werden, ja? Also mit 250 Euro natürlich, also habe ich diese 500 Euro zum Beispiel bekommen, ja? Aber nicht mehr. Nur zum Beispiel, wenn ich noch viele Profiten bekommen wollte, natürlich, also ich soll auch mehr Investitionen machen, ja? Zum Beispiel noch reine 250 Euro und so weiter, ja? Natürlich, also wenn ich noch also viel will, ja, also natürlich, ich mache das auch weiter. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema ohne Punkt und Komma und am besten ohne Luft holen. Also sie erzählt mir hier, dass sie 250 Euro selbst investiert hat und hat schon nach 2 Wochen 500 Euro bekommen. Ja, sie macht das halt nicht länger als 2 Wochen und ja, aber ich habe irgendwie nicht verstanden, was sie jetzt mir damit sagen wollte. Weil ich meine, wenn ich da 250 Euro eingezahlt habe und ich das Ganze aber schon länger als 2 Wochen mache, dann müsste doch da mehr rauskommen. Also die redet sich einfach nur um Kopf und Kragen, weil sie gar nicht so richtig auf die Frage zu antworten weiß. Ich bezweifle, dass sie da selber Geld versenkt hat. Und wie viel Prozent Bonus bekommen Sie da persönlich, wenn ich Geld einzahle? Ach so, okay, also schauen Sie mal hier rein. Also ich habe meine sogenannte regelmäßige Gehalt, ja, also nicht Bonus, kein Bonus bekomme ich, ja. Ich habe gesagt, also von Ihren Profiten bekommen wir 3,5% als Bonus, ja, also als Bonus, das meine ich als Provision, ja, also zum Beispiel von 1000 Euro bekommen wir nur 35 Euro, ja, als Provision meine ich. Damit profitieren also unsere Unternehmen, ja, also ganz genau. Darum also bekommen wir auch dieses Gehalt persönlich, ja. Ach so, also haben Sie da gar nichts davon, wenn einer mehr einzahlt? Genau, natürlich. Ach so, weil sonst hätte ich gesagt, dann kann ich ja auch eine größere Summe nehmen, wenn Sie da was von abkriegen. Ja, okay. Ja, nee, aber dann nehme ich 250 Euro, wenn Sie da jetzt sonst nichts extra kriegen. Ja, okay, also Sie wollen mit 250 Euro, korrekt? Mhm. Okay, also ich schreibe das auf, einen Moment. So. Okay, also
Bei welcher Bank haben Sie diese Online-Banking? Das Online-Banking habe ich bei der Volksbank. Aha, okay, sehr gut. So. Ja. Okay, also ich habe gesendet via E-Mail diese Bankdaten. Bitte überprüfen zuerst, wenn Sie das bekommen. Da melde ich mich gleich mal an. Kleinen Moment. Von Ariane Torres. Und wie lange gibt es die Firma schon? Das ist also schon also viele Jahre, ja, also vielleicht 7 Jahre oder 8 Jahre. Also ich arbeite hier seit also 3 Jahren, also ich komme aus Spanien, aber nur geschäftlich bin ich in Deutschland. Ja, wir erinnern uns, sie hat da schon mal selbst investiert für 2 Wochen und hat 500 Euro bekommen und erzählt mir jetzt, sie arbeitet schon seit 3 Jahren in der Firma. Also ganz ehrlich, wenn ich bei so einem geilen Unternehmen arbeiten würde, wo man nur Profite macht, dann hätte ich doch nicht erst seit 2 Wochen da bloß ein bisschen investiert. Dann hätte ich doch mein ganzes Geld dahin getragen, um es dann einfach da zu vermehren. Tja, ist irgendwas komisch an der Geschichte, oder? So. Und dann machen Sie da erst 14 Tage mit oder haben Sie da schon länger Geld drin? Bitte? Und wann haben Sie da selber investiert? Ich? Bei Mail Solutions, also wo Sie gerade sind. Genau. Ja, wie lange denn schon? Wie lange? Also ich habe schon das ausgelost, ja, also, weil ich habe schon gesagt, also ich habe nicht mehr Geld, um Investitionen zu machen, ja. Ich habe schon einmal das gemacht, ja, und also zum Beispiel, wenn ich noch viel Geld haben werde, also dafür, um diese Investitionen zu machen, natürlich, also ich mache das auch noch. Also ja, sie erzählt mir, sie hat nicht viel Geld. Vorher hat sie mir erzählt, sie hat 500 Euro rausbekommen. Ganz ehrlich, dann hätte ich doch die da nochmal reingesteckt. Also, da ist einfach was mega faul an der Geschichte. Ich meine, das ist klar, wenn solche Leute anrufen. Ich meine, warum sollte euch jemand anrufen und euch quasi Geld schenken? Selbst wenn man erst was investieren muss, das ist ja nichts anderes als quasi Geld schenken. Alles Blödsinn. Okay, aber ist ja schade, wenn man da nicht so viel verdient. Ja, also mit 250 Euro, ja, natürlich, also wir sollen in Realität bleiben, ja, auf jeden Fall. Der Schein. Also mit 250 Euro können wir nicht Millionär werden. Nee, ja, also das ist ja richtig, gesagt. Aber ich meinte, dass Sie da nicht so ja, viel verdienen. Ja, schauen Sie mal bitte, also mit 250 Euro, wenn Sie zum Beispiel extra 500 oder extra 1000 Euro bekommen, das ist also nicht so schlecht. Ja, also ganz einfach, mit 250 Euro können Sie 500 oder 1000 Euro verdienen. Das ist meine Meinung, also das ist auch gut. Ja, warum nicht? Ja, aber ich meinte, wenn Sie da jetzt persönlich nicht so viel Geld kriegen, ist ja schade. Ja, natürlich. Also ich arbeite dafür, also jeden Tag. Natürlich, also ich habe auch meine Familie und so weiter, ja? Ja, aber da könnt ihr die Firma ruhig ein bisschen mehr springen lassen. Ja, natürlich. Aber kein Problem. Von wem habe ich jetzt Bankdaten bekommen? Bitte? Von wem soll ich jetzt eine E-Mail bekommen? Also, von Ariane Torres. Das kann auch diese Nachricht im Sparmodus sein. Vielleicht das, diese Sparmodus auch überprüfen, wenn Sie das nicht bekommen. Ja, ich muss mal nochmal gucken. Wie kommen Sie denn eigentlich zu dem Namen? Weil der ist ja relativ deutsch, glaube ich. Ich persönlich? Hm. Aus Spanien komme ich. Ach so. Tja, ist noch nichts angekommen. Also, Ihre E-Mail-Adresse ist das gerol.stein@mdssfan.de, korrekt? Ja, genau. Genau. Also, von Ariane Torres sollen Sie diese Nachricht bekommen. Im Sparmodner ist das nicht auch, oder? Nee, da ist auch noch nichts drin. Das sehe ich denn hier. Okay, also kann ich meine E-Mail-Adresse buchstabieren, hier Stein, und dann können Sie als Antwort diese Bankdaten senden, okay? Ja, okay, dann machen wir das so. Okay, also meine Adresse lautet so, also A wie Anton, R wie Richard, I wie Ida, A wie Anton, ja. N wie Nordpol, A wie Anton, ja. Punkt, T wie Theodor, dann E-Mail-Zeichen, also et, dann E wie Emil, L wie Ludwig, ja. I wie Ida. T wie Theodor. S wie Siegfried. O wie Otto. L wie Ludwig. U wie Ulrich. T wie Theodor. I wie Ida. Ja. O wie Otto. N wie Nordpol. S
diana.t@elitesolutions.co. Hm, dann schicke ich da Schreiben Sie mir zum Beispiel Hallo oder, ja. Ja, ich habe Ihnen jetzt mal eine Nachricht geschickt, ja. Okay. Ist zurückgekommen, die Nachricht, die geht nicht. Vielleicht das haben Sie etwas falsch geschrieben, also noch einmal überprüfen wir, ja, also Ariana. Hm. Also haben Sie bekommen meine Nachricht, oder? Nee, ist noch nichts gekommen. Haben Sie nicht bekommen? Mhm. Okay. Ja, von der Tante habe ich tatsächlich nichts bekommen und auch das Zurückschicken hat hier nicht funktioniert. Keine Ahnung, wo da was quergehangen hat, aber die Nachricht ist auf jeden Fall bei ihr nicht zugestellt worden. Ich weiß nicht, was die da an ihrem System falsch laufen haben oder ob da mittlerweile irgendwelche anderen Mechanismen im Internet greifen. Keine Ahnung, auf jeden Fall entspricht es hier tatsächlich der Wahrheit. So, also Ariana. Hm. Punkt. Hm. Tevi Theodor. Hm. Dein E-Mail-Zeichen. Hm. Dein elitesolutions.co. Nicht com. Ganz einfach co. Ja. So, dann habe ich jetzt nochmal geschickt. Womit verdient man denn da eigentlich genau Geld bei Ihnen auf der Seite? Das ist nicht meine Tätigkeit hier, Stein. Ja? Also wenn Sie das überwiesen, Sie bekommen dann Unterstützung von unserer Seite, von Ihr persönlicher Finanzexpert, also auch, ja. Und mit diesem Expert können Sie darüber sprechen, zum Beispiel mit welchem Vermögenswert können Sie also mehr Profiten erreichen und so weiter. Ja? Also wie das funktioniert auf der Finanzbörse. Und so weiter. Das ist nicht meine Tätigkeit. Ja, also ich kann nur dabei helfen, ja, also Ihr Konto bis zum Ende aktivieren. Also, das ist mit der Tante immer wieder das Gleiche. Man stellt ihr eine Frage und sie labert ohne Punkt und Komma und holt dabei gar keine Luft mehr. So, aber mal davon abgesehen, ich stelle ihr hier die Frage, wie passiert es überhaupt mit dem Geld verdienen? Und das ist nicht ihre Aufgabe, mir das zu beantworten, ist ja wahnsinnig interessant. Mein Geld darf ich ihr aber schon geben. Mhm. Also ich wüsste nicht, bei welcher Bank man hier in Deutschland Geld einzahlen kann, ohne dass man vorher ganz genau darüber aufgeklärt wird, was dann da mit dem Geld passiert und wie man da auch zu den Profiten kommt. Ich meine, das ist ja Teil eines Beratungsgesprächs. Und womit wollte sie mir jetzt hier bitte nochmal helfen? Ich meine, sie ruft an, um mir zu helfen. Aber bis jetzt hat sie noch nicht eine einzige Frage sinnvoll beantwortet. So, ist der gerade in der Nähe? Bitte? Ist der gerade in der Nähe? Was meinen Sie? Ich verstehe das nicht. Na, der Finanzberater. Ja, also, wir haben so professionelle Finanzexperten, ja? Und dann bekommen Sie das persönlich, ja? Also, wir werden das persönlich haben. Gibt es denn auch unprofessionelle Finanzberater? Bitte? Gibt es denn auch unprofessionelle Finanzberater? Nee. Also, vielleicht das ist etwas nicht seriös, Herr Stein, ja? So. Und ich nicht so viel Zeit dafür, ja? Dann können wir dieses Gespräch beenden, wenn Sie nicht so seriös sind, ja, also für dieses Thema. Mhm. Aha, wenn ich also nicht seriös bin für das Thema, dann will man das Gespräch jetzt beenden. Wie war das jetzt hier nochmal mit der Hilfe und der Beratung? Wann kriege ich die jetzt? Dann verbinden Sie mich mal mit so einem. Bitte? Dann verbinden Sie mich mal mit so einem, dann kann ich dem noch ein paar Fragen stellen. Okay, einen Moment. Mhm. Ja, der Moment dauerte dann knapp 2 Minuten und sie hat einfach aufgelegt. Tja, also von einem Gesprächsabbruch gehe ich jetzt hier mal ganz stark nicht aus, sonst hätte sie auch zurückgerufen. Ich frage hier nach dem Finanzberater, von dem sie mir erzählt hat, der mir ja dann was dazu erzählen könnte, und sie legt einfach auf. Mhm. Also höchst interessant und unfassbar seriös das Ganze. Also weiß ich nicht, man soll hier sein Geld einzahlen, aber eine Beratung und wofür man sein Geld genau einzahlt, das ist hier Fehlanzeige, bekommt man hier auf keinen Fall. Passt auf jeden Fall auf euch auf, teilt gerne das Video in WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram und wo auch immer mit euren Verwandten, Bekannten, Freunde, Familie, damit jeder über diese Betrugsmaschen aufgeklärt wird.
und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt. Und wenn ihr mögt, dann findet ihr jetzt hier noch das letzte Video von mir und die komplette Playlist zu allen Abzocker-Videos. Vielen Dank fürs Reinhören. Ciao, ciao.